nämlich der gute Hirte, der vom guten Hirten und ursprünglich schon von Mose erzählt, dass er ein solcher ist und genau deswegen eben auserwählt wird, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien, aus Ägypten herauszuführen, in die Freiheit zu führen. Und das wird ungefähr so erzählt, als Mose mit seiner Herde von Schafen im Gebirge unterwegs ist, merkt er plötzlich, dass ein kleines Schäfchen, ein kleines Lämmlein verloren ist. Und auch da wieder die Sache, ja, bei seinen Hunderten, Tausenden von Schafen, dieses eine Lämmlein ist jetzt nicht so ein wirklicher Verlust. Es wird innerhalb von wenigen Monaten durch neuen Nachwuchs in der Herde ersetzt. Und man könnte ganz geschäftsmännisch sozusagen das durchrechnen und sagen, ja, aber wenn er jetzt die Herde hier irgendwo lässt und nach dem einen sucht, dann könnte ja die Herde gerade in dieser Zeit irgendwie unter die Wölfe geraten oder anderweitig verloren gehen, können noch mehr von verloren gehen, die vielleicht ausbüchsen und was auch immer. Also kein gescheiter Hirte, sagen wir mal logisch, geschäftstüchtig denkender Hirte, würde diese Entscheidung treffen, wie sie Mose dann trifft. Er sagt nämlich, ich lasse meine Schafe hier und suche dieses eine kleine Lämmlein. Und dann geht er und erzählt über Stock und Stein und klettert an irgendwelchen Steinabhängen hoch und lang. Und dann findet er das kleine Lämmlein in einem Dornenbusch verheddert, also sich verfangen, es konnte sich nicht selbst befreien. Und er befreit es daraus. Und dann sagt man auch, und dieser Dornenbusch war es dann, der kurz danach in Flammen steht und er hat seine erste Offenbarung des Ewigen, der ihn beruft zum Führer für sein Volk Israel. Also, ob es nun jetzt genau dieser Strauch ist, in dem sich das Lämmlein verfängt, oder ob es jedenfalls in der Nähe ein Strauch, ein Dorngestrüpp ist. Jedenfalls nur die Tatsache, dass Mose eben sich dafür entschieden hat, dieses kleine Lämmlein zu suchen, trotzdem es ja so unwichtig wäre gegenüber der großen, breiten Herde, die er nicht verloren hatte. Nur deswegen ist er der gute Hirte, der wirklich gute Hirte, gibt sein Leben für die Schafe, wie es dann Jesus auch im Neuen Testament ausdrückt. Er kraxelt über Stock und Stein und klettert irgendwelche Wände hoch oder was auch immer. Und er nimmt jedes Risiko auf sich, um auch das letzte, das eine kleine Schaf von seiner Herde wieder zurückzubringen. Und der Lohn, oder sagen wir eher die Konsequenz daraus, er hätte es ja unmöglich sich erhoffen können oder damit rechnen können. Die Konsequenz ist, dass er dort ist, wo eben dieser Dornbusch brennt, aber sich nicht verzehrt. Also auch wieder diese paradoxe Qualität, wie eben das Himmlische sie immer zeigt, wenn es denn zur Erscheinung kommen will im Irdischen. Dieser brennende, aber nicht verbrennende Dornbusch ist dann also für Moshe die erste Offenbarung seiner Berufung. So zur Herde kommt, wo wir uns also auch um dieses kleinste der Lämmlein kümmern würden, als der gute Hirte. Weil wir wissen, alles wird Teil sein bei dieser Auferstehung. Sonst wäre diese Auferstehung nicht die Auferstehung. Und da kann man dann noch so auch die Wörter auf Hebräisch sich näher angucken. Das Wort für Kleinvieh zum Beispiel, Zaon, kann man herleiten von der Wurzel Jetzah. Oder Za einfach, Zadeh Aleph geschrieben. Das heißt einfach hinausgehen, hinausziehen und so weiter. Also vom Wort Zoon, das Kleinvieh, also Schaf und Ziegen, eben von dieser Wurzel des Ausziehens abgeleitet. Und wenn wir jetzt gucken, was so an Seelenregungen, Emotionen genannt wird, kann man ja auch dieses Wort eigentlich fast übersetzen wie ein hinausziehendes. Also ex und movere, vom Lateinischen in die Griechischen vermittelt, jedenfalls im Deutschen. Im Englischen hört man auch motion, die Bewegung da sehr gut raus. Emotion ist also auch das Hinausziehende. In dem Sinne könnte man vielleicht jetzt einfach mal vereinfacht sagen, Emotionen, das sind unser Kleinvieh, im biblischen Bild gesprochen. Unsere Schafe und Ziegen.